Persil, Schwarzkopf oder Patex, diese Markennamen kennt mittlerweile jedes Kind, sogar meine kleine Tochter ist gerade mal 4 Jahre alt. Und diese Markennamen stehen für die 3 wichtigen Geschäftsfelder bei Henkel, also das Thema Waschmittel, das Thema Körperpflege und das Thema Kleben. Und in allen 3 Geschäftsfeldern ist Henkel hervorragend gewachsen, hat gute Zahlen präsentiert. Zumindest sieht es der Markt aus. Besonders stark fällt das Wachstum aus im Bereich Waschmittel. Hier ein Wachstum von 5,5%. Der günstige Euro hat letztendlich das Geschäft in Nordamerika hier noch einmal befeuert. Pro Aktie verdient Henkel 1,30 Euro pro Vorzugsaktie, kommt auf eine sehr knackige Umsatzrendite von fast 17%. Das muss ein André erst einmal erreichen. Es gibt einen klitzekleinen Wermutstropfen in der Bilanz, die wir heute sehen. Das Geschäft in China wird nämlich zusehends schwieriger, sagt Henkel. Deswegen nimmt man auch die Umsatzprognose hier etwas zurück. Nicht mehr Wachstum 5%, nur noch 3%. Aber die Anleger feiern die Aktie. Die Aktie mit fast 7% an der DAX-Spitze. Übrigens die Aktie selber seit 2009 kontinuierlich im Aufwärtstrend. Und wir erkennen, gewaschen, gepflegt, geklebt wird immer auch in Krisenzeiten. Ja, die Anleger hier in Stuttgart, die hatten wieder mal den richtigen Riecher bewiesen, haben sich gestern, also vor den Zahlen, schon eingedeckt mit Call-Optionen. Und diese Wette ist hervorragend aufgegangen. Und einige wenige, habe ich jetzt festgestellt, sagen, ja, eine Verdopplung in meinem Derivat, das reicht mir, lassen sich Gewinne ausbezahlen. Das Gros der Anleger bleibt da noch dabei und hofft auf ein Schnäppchen mehr.